Wir setzen fort im Programm. Ich habe da bei mir drauf die Mädchengarde. Und die Mädchengarde bringt uns jetzt den klassischen, der darf natürlich nicht fehlen, Gardetanz des Faschings in Rohrbach 1993. Auftakt! Karneval in Rio, Fasching in Mainz, Fasching in Villach, Fasching in Rohrbach, die Mädchengarde, sie darf nicht fehlen, sie fehlt auch hier nicht. Und mit dabei und mitverantwortlich auch die beiden Schimex, die sich hier ganz verstohlen an mir vorbeischleichen. Ihr seid es, die dafür auch verantwortlich sind, dass es so gelungen ist, dass die Veranstaltung, dass diese Gardetruppe so funktioniert. Applaus für die lieben Mädchen aus Rohrbach und Umgebung für ihre Gardedarbietungen im diesjährigen Fasching. Es ist nicht leicht, die Dirndln, die ja heutzutage auch sicher andere Interessen haben, als hier Gardeproben zu machen, zusammenzuschweißen und zusammenzubringen. Und sie schaffen es immer wieder, die beiden Schimex waren es heuer, die sich da ins Zeug gelegt haben und tänzerisch hier natürlich ein bisschen ihre Note hineingebracht haben und diese Garde auftrittswürdig hier vorbereitet haben. Und ich habe auch gehört, sie ist in Neustadt draußen gut angekommen und hat dort auch einen wunderbaren Programmpunkt geboten. Und sie kriegen auch Applaus von den Gästen aus Wiener Neustadt. Liebe Jugendschimmig, liebe Mädchen, Applaus für euch. Rosen zum Dank.
Ole, ole, ole. Ein Familienfoto. Die Chimex mit ihren Mädels.